Willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wie ihr seht, ich habe hier eingesammelt. Pflanze habe ich nicht eingesammelt. Ja, habe ich auch nicht eingesammelt. Auch schön. Und ja, im letzten Part mal wieder ein HD-Video. Warum? Ich habe mein Render-Programm umgestellt in eine Auflösung, die mein Monitor nicht darstellen kann. Deswegen habt ihr die schwarzen Ränder. In diesem Video habt ihr die schwarzen Ränder als solches nicht. Ich habe dafür einfach ganz schmerzfrei dieses Hogwarts Legacy Bild, also dieses Thumbnail, habe ich einfach als Hintergrund reingeklatscht, um die schwarzen Ränder aufzufüllen. Ich hoffe, das ist hilfreich und für euch okay soweit. Webstuhl. Bei dir war, glaube ich, auch noch mit verbessern, ne? Ja, wobei, bevor ich mich an den Webstuhl ranbegebe, identifizieren wir erstmal ein paar Sachen. Level 25, naja. Erstmal identifizieren die Sachen, die wir im letzten Part eingesammelt haben. Und jetzt kann ich nachgucken, was ich wo reinpacke. Zerstörung 1 mit Confringo, naja. Fokus der alten Magie, erhöhte Führer. Also, wäre gar nicht so verkehrt, aber nö. Für den Kopf. 24 ist der am stärksten. Verbesserung anzeigen. Kann ich verbessern. Wäre wahrscheinlich sogar ein schöner Sprung nach vorne. Wisst ihr was? Ich verbessere den jetzt. Krötenwahnsinn. Wahnsinn. Aha. Warzen. F. Und damit kann ich mir jetzt nochmal Eigenschaften reinpacken. Platzstufe 3. Habe ich tatsächlich einmal. Durch alle schädlichen Zaubersprüche. Ja, warum nicht? Packen wir dich rein. Dafür brauche ich Knieselfell. Kann ich irgendwas anderes reinpacken? Nö. Wie man sieht, muss mir die entsprechenden Tiere noch suchen. Klar, Incendio könnte ich erhöhen oder erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele. Dann lasse ich das und rüste mich einfach nur um. Ich Idiot. Hab einen Erduros-Trank jetzt verschwendet. Geil. Level 25 werden wir erreichen. Die Frage ist nur, ob in diesem Part noch ein bisschen was verkaufen. Muss ich auf jeden Fall auch noch. Na, die Brille könnte jetzt langsam mal ab. 54. 53. 54 ist besser. Und die Brille ist auch nicht so aufwendig. Da war Incendio drin, da könnte ich auch wieder Incendio reinpacken. Ich glaube, das werde ich auch tun. Haben wir hier irgendwo ein Upgrade von den eigentlichen Werten, nur 42. Ah, Confringo ist mir egal, aber ist trotzdem eine Werteerhöhung. Das ist jetzt wirklich nur einmal durchgehen, ob wir und wo wir uns verbessern können. Von den Grundwerten her. Die Optik ist mir in dem Fall egal. So, dir auch Confringo. Naja. Ein bisschen was sollte ich noch verkaufen. Und dann wollte ich mich um die Zauber weiter kümmern. Genau, verbessern. Geht bei dir nicht. Geht. Bei dir müsste es gehen, ja. Wenn ich verbessere, was zu verbessern geht, anders am Ausgelegten. Wir können nur auf Stufe 1 gerade verbessern.
Befehl deines Whoopers. Dich kann ich nicht weiter verbessern, dich kann ich noch weiter verbessern. Macht mir die Kämpfe, wo ich eh Probleme mit habe, für später etwas leichter. So. Jetzt gucken wir uns die Aufträge an. Das ist jetzt etwas über 2 Stunden her, dass ich den letzten Part abgedreht hatte. Sharp. Descendo. Alomora kommt nicht. Wahrsagen und... Oh, komm, erstmal zu Professor Sharp. Holen wir uns den ersten Zauber. Professor Ona ist Aufgabe und da ist Professor Sharp. Ja komm. Da unten. Professor Sharp. Lasst mich nicht lügen, war das der Zaubertranklehrer? Der Auror. Ich hole mir auf jeden Fall erstmal beide Zauber ab und dann gucke ich, wo ich weitermache von der Hauptstory her. Um Demigeises mich kümmern wäre auch nicht verkehrt, aber ist nicht meine Priorität gerade. Ich möchte mal wieder etwas Progress haben. Ja, sieht mir ganz aus wie Zaubertränke. Ey, was machst du denn da? Bleib da, wo du bist. Tränkestation ist mir auch relativ egal. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja, aber sprich mich doch nicht so böse an, ich hab doch gar nichts angestellt. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Leer, leer. F, F. Linke Maustaste. Das kriege ich ja wohl hin. Ha. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie nochmal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Defindo. Warst du, ne? Ja. Fügt Objekten und Gegnern aus der Ferne einen Hieb zu und verursacht beträchtlichen Schaden. Hört sich interessanter an als Expelliarmus. Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Ja, wenn es dafür Erfahrungspunkte gibt, dann kann ich auch Anweisungen hören. Und je höher der Schaden ist, umso höher ist auch die Cooldown-Zeit. Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig, aber auch gefährlich sein. Schön, dass Sie weiterüben. Mann, ich will mal gucken, was passiert. Und gleich heißt es Game Over. Lehrer kaputt. Ah, okay. Lehrer doch nicht kaputt. Nächste Aufgabe von den Aufträgen. Damit wir das ein bisschen abgearbeitet haben. Professor O. Nice Aufgabe. War, glaube ich, gar nicht so weit weg. Nö. Halt mit einem relativ langen Laufweg auf. Optisch.
Arena Open. Ja, sieht so aus. Ja, dann ab zum Wahrsagen. Es gibt hier noch keine Professor Trelawney. Ne, ist auf jeden Fall hier was Neues. Was wir noch nicht hatten. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ah. Modiva. Oh nein. Als stellvertretende Stuhlleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Sirius Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unserem angesehenen Lehrerkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Professor Matilda Weasley. Oh nein. Also die Tochter von ihr, mit der hatten wir schon Unterricht zusammen scheinbar. Revelio. Ach da. Hep. Furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Handlesemodell. Dieses Standmodell einer Hand soll Schülern bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird voraussichtlich in 14 Tagen sterben. Die Hand ist doch tot. So ein Gegenstand. Hä? Du hast den Grimm. Allergisch auf Tee? Professor Unheil weiß unheimlich viel. Ich wollte wirklich nur hier in die Truhe ran. Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. 25 ist also das Cap. Auch schön. Oh, mit dir hatten wir doch schon das Vergnügen. Hallo Adelaide. Wie geht es dir und deinem Onkel? Dank dir geht es uns gut. Je mehr ich über Renrocks üble Bande höre, desto erstaunter bin ich, dass mein Onkel überlebt hat. Ich habe seine alten Briefe durchgesehen und darin wichtige Details zu Vorkommen seltener Metalle bemerkt. Ich glaube, Renrocks Schurken hatten es auf diese Vorkommen abgesehen und brauchten dafür das Wissen meines Onkels. Er wäre freiwillig in dieser Zelle verrottet, nur um mich zu beschützen. Hast du noch mehr Details aus den Briefen? Oh, ja. Onkel Roland war nicht sicher, aber er glaubte, die Kobolde hätten darüber gesprochen, etwas in Koboldsilber einzugießen. Er war nicht sicher, was sie meinten, aber die Art, wie sie darüber sprachen, war ihm nicht geheuer. Du hast meinen Onkel eindeutig vor großem Unheil bewahrt. Ja, durchaus möglich. Alles halb so wild. Ich bin froh, dass dein Onkel in Sicherheit ist. Ich auch. Es war eine Erleichterung, ihn wiederzusehen. Ich habe ihm gesagt, er müsse jetzt vorsichtiger sein. Und ich bin jetzt auch jedes Mal viel wachsamer, wenn ich das Schulgelände verlasse. Das ist doch gut. Aber irgendwie widerstrebt es mir ein bisschen, die jetzt anzusprechen. Was haben wir denn hier? Genau, deswegen, das war's. Map? Kann ich bis auf nachts ändern? Mich den Demigeist sammeln kann? Ja, mach mal.
Onkel Roland lässt grüßen. Er fragt in der Eulenpost ständig nach dir. Oh. Nachts hat das hier definitiv mehr Charme. Der Wahrsagenturm. Furchtbar, wenn... Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Die habe ich nebenbei erledigt. Währenddem ich eine Schülerin von Ihnen geholfen habe. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass Sie es schaffen würden. Da Sie zweifellos Ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich... Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Ich weiß nicht recht. Ich habe absolut nichts von wegen Wahrsagen. Und warum? Sie müsste doch meine Antwort kennen. Ich weiß es nicht, Professor. Manchmal ist die Zukunft für uns alle taub. Wie bei aufgewühltem Wasser muss man warten, bis sich die Dinge beruhigt haben, bevor das Bild klar wird. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von Ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über Ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für Ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Aber eher... Richten Sie Ihre Magie auf das Ziel. Ja, noch Großes von Ihnen erwarten dürfen, aber er, dessen Namen nicht genannt werden darf, hat auch Großes vollbracht. Grauenvolles, aber Großes. Wobei, nein, falsches Zeitalter, ich hole mir jetzt erstmal Descendo. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Ob ich es möchte oder nicht, ist ja egal. Das gibt ja nochmal 50 Punkte. Deswegen werde ich es machen. Ach, das war der Zauber. Genau. Rups. Lidioten. Nix da. Erstmal hoch, hier runter. Fantastisch. Sie haben den Dreh raus. Ich hab doch keine zusätzlichen Punkte. Aber ich glaube nicht, dass Descendo eins meiner Lieblingszauber sein wird. Den ich gerne oder oft einsetzen werde. So. Dann schauen wir mal, was ich als nächstes anstelle. Sollte ja nicht mehr viel übrig sein. Ja, ganz weit oben. Und Astronomieunterrichtsstunde. Ganz weit oben ist relativ weit weg. Wingardium Leviosa haben wir. Aber ich nehme erstmal den nächsten Unterricht in Anspruch. Professor Sa. Oder Schahas? Schahas? Unterrichtsraum ist ganz oben im Astronomieturm. Ich muss beim Eingang zum Raum der Wünsche die Treppe hochsteigen, um ihn zu erreichen. Ich sollte mich dorthin begeben. Ja, ich sollte mich dahin begeben. Punkt, Ende, aus. Teleportiere ich mich dahin. Hallo? Teleportiere ich mich dahin und dann kann ich beim Astronomieturm den Porter freilaufen. Und dann mal schauen, was es in Astronomie so Schönes für uns gibt. Falsche Richtung. Da oben ist eine Truhe, da oben gibt es eine Truhe. Da gibt es noch eine Truhe. Noch irgendwas Interessantes. Kümmere ich mich später drum. Hallo Katze. Was ist hier? Eine Truhe. Was ist hier? Ihr wisst, ich hasse
Ja, Katze ist mir relativ egal, aber warum war da was mit Warten? Ach, da steht jemand. Eine nicht normale... Könnte ich dich einen Moment sprechen? Ja, warum nicht? Noch eine neue Nebenquest nebenbei. Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst du vielleicht Hera Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Okay. Interessant. Erstaunlich, dass ich nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Hera Diana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerker, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Hera Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Wie konnte Hera Diana Byrne denn mit Depulso berühmt werden? Einst rettete sie Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn, das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Aus den Alpen. Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Was ist denn mit Hera Diana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Sag mir, wo ich hin muss. Dann sehe ich mir das mal an. Geh einfach zur Halle von Hera Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Hera Dianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich was finde. Ich freue mich schon auf Hera Dianas berühmtes Ensemble. Vielleicht kopiere ich es. Lass es einfach. Ich sollte sein. Nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt nein. hat. Nein. Klingt interessant. Ja, es klingt interessant, aber nein, wir werden nicht jetzt diese Halle suchen. Ich wollte den Unterricht machen. Erstmal die Hauptaufgaben erledigen, bevor ich irgendwas anderes mache. Da ist der Raum der Wünsche hinter der Wand. Revelio. Nebenbei, es gibt eine Statistik, die sagt, Revelio ist tatsächlich der meistgezauberte Zauber im kompletten Spiel. Das glaube ich. Ah, sieht mir verdächtig nach Astronomie aus. Nee, warten hört sich gut an, weil Astronomie wahrscheinlich nur nachts unterrichtet wird. Aber wer weiß. Da liegt was, da liegt was. Meine liebe Satyavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel, wohl bemerkt. Soweit ich weiß. Und vorschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Ja, könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste.
Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reisen nach Jantamanta? Mantamanta. Später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe. Suchrita. Kann sein, dass ich den Namen total falsch ausgesprochen habe. Und mit der geheimen Identität. Zumindest mir ist klar, woran das liegt. Euch denke ich mal auch, wenn ihr ein bisschen was geschichtemäßig aufgeschnappt habt. Es gab eine Zeit... Gab, gibt. Rivelio. Wo Frauen jetzt nicht unbedingt als Wissenschaftler oder sowas anerkannt waren. Heutzutage hat sich das zum Großteil geändert und ich weiß, hier oben habe ich nichts zu suchen. Für den Unterricht. Aber ich bin neugierig. Hallo, du bist ein Lumos. Zeil. Da ist eine Truhe. Truhe ist gut. Peeves. Freust du dich so, uns zu sehen? Lumos. Ja. Oben oder unten? Ich hab keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Aber höchstwahrscheinlich wäre es unten gewesen. Schöne Aussicht. Na, ich guck trotzdem erstmal nach oben. Ach, oben war richtig. Auch schön. Dann kann ich ja jetzt wieder nach unten, ne? Aber das war nicht da runter, sondern da runter. Ich muss hier nochmal hoch. Erstmal möchte ich den kleinen Freund wegbringen. Na, renne ich wieder nach oben. So viel zu dem Thema, ich will unbedingt den Unterricht machen. Nee, jetzt kommt wieder ein Erkunderdrang zum Tragen. Das ist doch nicht mehr schön. Und der Turm, der kommt mir bekannt vor. Sehr, sehr bekannt. Incendio. Tut mir leid. Ich wollte nicht alles wegbrennen. Rebellion. Ja, dich hätte ich fast übersehen. Das kommt mir wirklich bekannt vor, hier so mit dem Winkel. Ich setze jetzt mal voraus, dass die Harry Potter Filme alle bekannt sind. Da kommt mir so vor, wie die Stelle, wo Harry bei Dumbledores Tod war. Da unten versteckt und hier oben irgendwie, auch ohne dieses Glas, müsste Dumbledore dann hier runtergefallen sein. Auf das Spielfeld, ah ja. Ich könnte mich auch in dem Turm total irren. Ihr dürft gerne hier unter dem Video darüber flachsimpeln, ob es wirklich der Turm ist, den ich gerade auf dem Schirm habe. Oder ob ich mich komplett irre. Ja, ich bin da echt gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt ab zum Astronomieunterricht. Jupp. Einmal warten bis nachts. Ja, irgendwie ist nachts der Charme deutlich interessanter. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen, Professor Shah. Astronomie ist kein Wahrsagen.
Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Okay, fokussieren. Einfach nur hoch und runter? Okay, wenn das scharf gestellt sein soll. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Ist das Ihre Lieblingsaussage? Ist das klar? Hallo, eine tolle Stunde, oder? Ich mag Astronomie viel lieber als Zaubertränke. Und du? Natürlich brillieren wir Ravenclaws, aber in jedem Fach. Oh, hallo Amit. Schön, dich wiederzusehen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Warum leihen? Nein, kann ich nicht nehmen. Ich muss rausfinden, wo ich mir selber eins kaufen kann. Ich habe keinen Bock auf andere so angewiesen zu sein. Das kann ich nicht annehmen, Amit. Du brauchst es vielleicht. Doch, wirklich. Ich brauche es nicht. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Nicht. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nicht zu übersehen. Auf mich wartet unten... noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Warum habe ich das Gefühl, als könnte ich es... bereuen, dass ich diesen Unterricht gestartet habe. Egal. Ab eine Etage nach unten. Nee, da. Wo wir schon unten waren. Warum habe ich mich selber gespoilert, wie ich technisch? Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung. Das muss man nutzen. Ich habe zwar keine Lust mit dir zu sprechen, aber ich mach's trotzdem. Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen sie ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen Sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen Sie? Ich verstehe nur Bahnhof. Stimmt es, dass Sie nur wenig von der Wahrsagerei halten? Von allen anderen Disziplinen, die hier gelehrt werden, ist Wahrsagen sicherlich die schwächste. Vor allem, wenn es um diesen astrologischen Unsinn geht. Astronomie und Astrologie sind nicht dasselbe. Das eine ist verbriefte Wissenschaft, das andere purer Wahnsinn. Das ist eine eindeutige Meinung. Sie haben im Unterricht Astronomie-Altäre erwähnt. Worum handelt es sich dabei?
Vor langer Zeit haben Liebhaber der Astralkünste überall Steinplatten aufgestellt. Sie sind ideal, um Sternenkonstellationen nah und fern zu studieren. Über Jahrhunderte nutzten Zauberer diese Astronomiealtäre zur Sternenbeobachtung. Leider sind sie jetzt nur noch Mahnmale des unerschrockenen intellektuellen Strebens einer vergangenen Epoche. Okay. Vielleicht finde ich ja welche und vielleicht gibt es darüber nochmal irgendwelche Rewards. Danke, Professor. Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig. Ja, ich muss aber trotzdem nicht davon begeistert sein. Ich spreche einmal mit allen Schülern. Professor Shah ist so kalt und distanziert wie die verfluchten Sterne, die wir kartieren sollen. So wollte ich meinen Abend nicht verbringen. Es gehört zum Unterricht in Hogwarts. Ich weiß nicht, was man von Astronomiealtären lernt, was sich nicht auch aus Teeblättern lesen ließe. Etwas, was man nachvollziehen kann? Ja, ich persönlich bin auch der Meinung, dass man über tatsächliche Sternenbeobachtung mehr rausfindet, über das, die Welt selber, als an anderen Sachen. Und Rebellion. Astronomie-Teleskop. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternenbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Beobachtung des Mondes, der Sterne und alle anderen Dinge am Nachthimmel. Fehlt nicht mehr viel fürs Level Up. Amit meint alles zu wissen. Er sagte mir sogar, dass er Koboldogak spricht. Für mich klang es wie Kauderwelsch. Na und? Wenn man keinen Plan von einer Sprache hat, ist das normal, dass man nur Kauderwelsch versteht. Ich kann auch kein Türkisch. Wunderschöne Konstellation. Ich weiß zwar nicht, ob es wert ist, dafür an einer Erkältung zu sterben, aber sie sind schön. Und nein, nicht, dass ihr mir jetzt unterstellt, dass ich irgendwas gegen Türkisch hätte. Ich kann es einfach nicht. Ich kenne auch genug Leute, die können nicht noch schlechter Englisch wie ich. Das heißt aber auch nicht, dass Englisch eine schlechte Sprache ist. Die perfekte Nacht für... Oh, hallo. Ja, hallo. Bringst du mir die Sprache der Sterne bei, die ich auch nicht verstehe? Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Okay. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Ja. Begeistert bin ich nicht, aber... Es ist wieder neuer Content. Woran es ja in Hogwarts Legacy grundsätzlich nicht mangelt. Also, ja komm, gehen wir mit. Na gut, ich komme mit. Aber ich hoffe, das ist es auch wert. Bestimmt. Vertrau mir, ich habe so gut wie alles darüber gelesen. Das wird einfach großartig. Ja. Wollen wir? Wollen wir? Ich guck mal auf die Uhr. Ob ich will oder nicht. Das sind noch 20 Minuten. Ich muss. Bei Tierwesen? Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Ja, ich hoffe, die Richtung ist richtig. Ja, wobei, folge Amit. Lumos! Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Ha,
Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ja, das ich bin gerne hier. Glitzert auch was. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. Glitzern ist interessant. War nicht hilfreich. Wo ist Amit? Da. So gut. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Schön. Ja, zumindest ist die Richtung richtig, wenn ich auf die Map gucke. So ein bisschen Hilfe gibt es. Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Ja, einmal weg. Damit. Sonst ist hier nichts. Ab durch die Tür. Amit? Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Nein. Ach Quatsch. Doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Nie im Leben. Ah, da ist was. Das könnte der Altar sein. Da ist der Altar. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal. Du wolltest mir erklären, wie das funktioniert. Und nicht, hey, mach mal einfach. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Ich könnte ja zoomen. Ja, so und dann ranzoomen, ne? W und S. Ja, noch näher ran. Höha. Nee, reicht noch nicht. Beim Sterngucken geht es um Geduld und Präzision. Ja, und drehen. Ja, noch mal ein bisschen näher ran wahrscheinlich. Nee, weiter weg. Boah. Irgendwie bin ich davon nicht begeistert von dem System hier. Es hat funktioniert. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Ja. Wie du meinst, Amit. Wie du meinst. Wart's nur ab. Ich werde dich mit dieser Aussage zitieren. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Ja. Zumindest bin ich jetzt auf Stufe 25 aufgestiegen. Herausforderungen freigeschaltet, finde Astronomie-Altäre. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Ja, selbstverständlich. Ich gucke jetzt nochmal hier rein. Vielleicht gibt es ja... Das ist die Halle. Monde wollte ich nicht. Keine Beziehungsquests-Aufgaben. Primär ganz weit oben fehlt da noch. Bei mit Nati.
Raum der Wünsche habe ich noch längst nicht alles. Ja, noch nicht eingesammelt. Billywick Stock. Ach egal, sammeln wir ein. Alte Magie. Tier, rette 20 Tierwesen. Und verbessere Ausrüstung. Kriege ich ja sowieso noch hin. Könnte sich lohnen, das zu machen. Eine gesperrte Herausforderung. Handbuchseiten Erkundung. Zusätzliche Kapazität für deine alte Magieanzeige. Nehmen wir mit. Spuren alter Magie. Was ist das hier? Blitzschnellwesen. Belohnung für Erscheinungsbild deines Wesens. Noch egal, nehmen wir mit. Habe ich noch nicht. Da ist auch gesperrt. Eine Prüfung Merlins muss ich noch bestehen für noch mehr Slots für Ausrüstung. Ach, hier ist Astronomie. Ah, sind Klamotten, also auch nur kosmetisch. Auf jeden Fall interessant. Kann ich nicht anders behaupten. Wenn man auf solche Nebensächlichkeiten steht, die nicht groß was bringen. Ich guck mal auf Zeit. Dafür muss ich jedes Mal aufs Handy gucken. Ich bin gespannt, wann ich mir einen zweiten Monitor leisten kann. Oder einen Monitor. Schauen wir mal. Ja gut, der letzte Part war ein bisschen länger, der vorletzte Part auch. Das heißt, einmal ab in den Raum der Wünsche. Wir sammeln uns wieder die Tränke ein, die Steinchen. Dann gucke ich mit diesem Billywick mal, was das so sein soll. Ob das was Sinnvolles ist. Mega-Power-Trank. Bin ich voll mit. Unsichtbarkeitstrank. Danke. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Fokustrank. Ich kann auch nicht mal den einen Mega-Power-Trank jetzt trinken. Toll. Um den Slot freizukriegen, deswegen dachte ich mit dem Trinken. Einmal zu den Tierwesen. Tierwesen ablooten kann ich ja noch offscreen. Gegenstände für draußen. Ein Stock, um einen Schwarm von Billywicks ein Heim zu bieten. Vorsicht beim Umgang damit. Ganz ehrlich, stelle ich jetzt einfach mal hier auf. Klack. Ist wahrscheinlich eh nur was Optisches. Ja, sieht aber gar nicht so schlecht aus. Und genau deswegen hier neben den Kürbissen stelle ich noch einen hin. Ich bin absolut kein Fan von diesen optischen Geschichten. Du fehlst noch Zuchtgehege, dich müsste ich noch kaufen. Na, sieht doch okay aus. Wisst ihr was? Mit dem Bild lasse ich euch jetzt alleine. Der Part ist ein bisschen kürzer als Kompensation.
Ich hoffe, euch hat der Part so ein bisschen gefallen. Ich bin mit meinen Aussagen nicht zu sehr irgendwo angeeckt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.